Hi wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier ist noch Theo als Erwachsener. Jetzt gerade noch ein letztes Bild gemacht von ihm, weil er jetzt gleich zum Senior wird. Er hat Geburtstag, wir haben gerade die Geburtstagsparty und Sophia hier macht die Geburtstagsparty gerade. Ich meine, den Kuchen macht sie gerade. Und ja, also sie haben auch viele Gäste da, aber es sind leider überhaupt gar keine Teenies irgendwie da. Das finde ich ein bisschen schade. Aber okay, die beiden hier, die haben Spaß gerade zusammen. Das finde ich ja auch ganz süß. Ich meine, Timo sagt sich halt, oh, naja, noch interessieren ihn nicht so die Mädchen. Er hat einfach andere Interessen im Moment noch. Und warum auch nicht? Also, ne? So, Trixie ist noch hier draußen. Oh, jetzt stinkt sie aber wirklich? Ja, geh mal dich waschen. Das ist in Ordnung. Das darf jetzt dann auch mal so sein. Und, ja. So. Jetzt müssen wir mal mit dir mal schauen. Du müsstest auch mal auf Toilette. Und dann den Kuchen. Wo ist der Kuchen? Da ist der Kuchen. Warte mal, Sophia. Einmal Geburtstagskerzen hinzufügen. So, dann schicke ich nämlich Theo auch direkt hierher. Und der soll doch mal die Kerzen auspusten. Ja, es hätte auch Letizia sein können, die jetzt hier steht als Ehefrau. Zieh dir mal was an, Mann. Ausgekleidung 4. Keine Ahnung, was das war. Komm. Und Theo pustet. Juhu. Freundlich vorstellen übrigens. Komm schon. Und jetzt. Juhu. So, dann müssen wir natürlich doch den Kuchen essen. Ganz klar. Oh Gott. Er hat graue Haare, unser Theo. Och Gott, wie süß. Zusammen ein Stück nehmen. Ach Gott. Theo ist ein Senior geworden. Ach, Herr Jemine. Das ist ja jedes Mal ist es wieder irgendwie cool, ganz, ganz seltsam, ganz, ganz komisch. So, du nimmst auch noch ein Stück. Trixie nimmt noch ein Stück und so. Okay. Wie ist es eigentlich mit Tammy? Okay, Tammy ist momentan noch im Bett und schläft. So, Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Irgendwie kriege ich das noch nicht ganz auf die Reihe. Hallo, Tamara. Ach Gott, Tamara. Hey, die sieht auch ganz gut aus mittlerweile. Die war am Anfang, also als sie Teenager wurde. Okay, muss man so sagen, ne? Als sie Teenager wurde, dann ist sie, war sie auch ein bisschen rundlicher und guck mal, was für eine schmale Taille die hat. Ist ja Wahnsinn. Also hat sich echt gemausert. Komm schon, stell dich doch mal bei deiner Tante vor. Hallo, Tamara. Tara. Läuft einfach davon. Und hier sieht es dann jetzt gleich wieder aus. Meine Güte. Komm, irgendjemand muss mal verspielt sein. Theo ist kokett. Komm, wir machen mal noch mal Witze. Einen schmutzigen Witz hier. Meinetwegen. Dann ihr zwei zusammen hier draußen. Ihr macht auch mal Witze. Warte mal. Lustig. Witz über Aliens. Wie hat sie mal die Frisur? Quazaru, Jongi, Jarb. So, Witz über Vampire. Den können wir jetzt machen. Es ist spät genug. Ihr fehlt eben ein bisschen Spaß, jemanden parodieren. Und dann vielleicht noch, keine Ahnung, Insider-Witz. Nee, doch, geht noch. Ups. Hey, ich wollte einen Insider-Witz machen. Jemanden parodieren. Lululu. Oh, jetzt ist nur noch... Hä? Jetzt ist nur noch einer verspielt. Ach Mann, Leute. Was machst du? Was machst du?
Wie Blickblock. Ja, eigentlich müsstest du doch gerade verspielt sein. Oh. Geburtstagsmixer. Ich dachte, wir hätten keinen Mixer gehabt. Verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Okay. Der hat aber heute nicht gemixt. Kannst du sagen, was du willst. So. Ich schicke mal unseren jungen Herren hier nochmal nach unten und der soll doch mal bitte noch ein Buch lesen. Und zwar Liebe in den Zeiten der Stulle, meinetwegen. So, das darfst du mal lesen, weil du sollst dir drei Bücher lesen. Ich glaube zwar, dass keiner von euch irgendwie groß Hausaufgaben gemacht hat. Aber ja, Terra ist müde. Das ist natürlich nach einer Party immer irgendwie der Fall, ne? Dass alle müde sind. Das ist der Dog, ja. Das ist eigentlich unser Entertainer heute gewesen. Genau, unser Entertainer. So, Terra. Ach, Terra, komm. Geh, mach mal das hier weglegen. Und, das hier kannst du auch noch weglegen. Und dann legst du das noch weg. Und dann darf ich dich ins Bett quasi geleiten. Dann Sophia, mal gucken, wie es ihr geht. Ja, sie ist auch nicht so. Du darfst noch mal... Ach so, Spülmaschine läuft bereits. Das ist doof. Du kannst hier das dann noch mal weglegen. Und, mistiger. Das hier weglegen. Wobei... Doch, immer diese Joghurt-Parfait finde ich nicht so toll. Hier, Spülmaschine. Jetzt ist er natürlich jetzt sehr verspielt, ja? Haha. Jetzt ist es zu spät. So, Theo ist ins Bett gerutscht. Terra müsste jetzt doch auch ins Bett gegangen sein. Die steht noch davor. Los. Timo, der liest. Genau, dem hatte ich gesagt, du liest jetzt. Das sieht auch fesch aus, was du da anhast. Tammy ist immer noch im Bett. Die hat die komplette Party verschlafen. So, ich weck dich mal auf. Du gehst mal auf die Toilette und dann gehst du mal eine erfrischende Dusche und dann kommst du runter und keine Ahnung, irgendwas. Oh, guck mal. Guck mal, die kann ich doch wegmachen. Nee, die kann ich nicht wegmachen. Echt jetzt? Och, Mann. So, dann mach mal Geburtstagskerzen rauf und dann guck ich mal, dass ich das so wegkrieg. Sophia, mach mal hin, ne? Tristan, hi. Was machst du denn? Verrenkungen. Ah, nee, das ist Alina. Ist unsere Vanessa? Ha, Vanessa ist weg. Yay. Zum Glück. Irgendwie habe ich es geschafft, dass Vanessa hier draußen fort ist. Sehr schön. Und ja, in unserem Haus geistert es natürlich wiederum. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob das bei der Legacy Challenge ein Muss ist, dass die Geister hier bleiben. Ich weiß es gar nicht. Tschüss, Sophia. Das kann schon sein. Das muss jetzt aber nicht zwangsläufig so sein. So, Tammy, wo bist du? Ach, du bist noch oben. Okay. So, ich spule mal ein kleines bisschen irgendwie vor. Sophia, mach doch mal was. Hier, das... Mach mal hier, warte mal, Hochzeit... Nee, Geburtstagskerzen. Irgendwie steht da jemand im Weg, glaube ich. So, und dann... aufräumen. Ach, ich kann das nur aufräumen. Kann ich es nicht wegstellen? Ach, das ist doch blöd. Na, dann mach's aufräumen und dann Spülmaschine beladen. Da steht schon alles. Wobei, warte mal. Ha, das konnte ich wegmachen. Yay! Und das hier? 3 Stunden ist das noch. Guck mal, das kannst du vielleicht essen, wenn du magst. Ah, nee. Tamara kommt schon. Ich bin müde. Wo ist jetzt Tammy? Ist immer noch hier oben. Die duscht noch. Und Timo? Timo habe ich halt gesagt, das soll dieses... schöne Buch zu Ende lesen und yay, das hat er auch geschafft. Sehr schön. So, was ist noch? Hunger? Ein bisschen Hunger hättest du noch. Was haben wir denn noch übrig hier? Guck mal, ess halt diesen Joghurt-Parfum da. Oder wie das Ding heißt. Und Trixie? Huch. Oh,
Okay, drück sie. Na, dann geh ins Bett, ist in Ordnung, geh schlafen. So, Theo und Tara schlafen sowieso schon und Timo, der isst jetzt gerade noch was. Und Tammy, die müsste jetzt gleich auch nochmal kommen. Jupp, die kommt hier runter. Jupp, jupp, jupp. In dem schönen grünen Ding. Was denn jetzt? Kann sie die Tür nicht aufmachen oder was ist los? Ist ein Geist drin? Ich weiß es nicht. Hä? Warum steht sie nur da rum? Na also. Hast du noch überlegt von außen, was du isst? Okay. Okay, warte, ich helfe dir mal. Ich bring es mal hier raus. So, und dann isst das mal auf. Ich habe das, glaube ich, zwar nicht unbedingt gesagt, das Gericht, oder? Keine Ahnung. Tamara ist noch da. Ach so, wartet mal. Sollte ich mal die Versammlung enden, dann dürfen sie nämlich alle gehen. Oder dann können sie alle gehen, wie auch immer. So, du gehst ins Bett. Ja. Und Theo ist dafür jetzt aufgestanden und. Okay. Na, dann geh ins Bett, Sophia. Ist in Ordnung. Du gehst schlafen. Was denn jetzt? Du wirst die andere Seite nehmen. Oh Gott, Theo. Theo, ja. Es ist halt ein bisschen älter geworden jetzt. So ein Stück nehmen. Und danach gehst du bitte hier nach draußen. So, du machst mal eine Arschbombe in den Rückwärtssalto. Und schwimmst einfach mal deine Runden. Wobei wir auch noch ein bisschen aufzuräumen hätten hier drin. Aber ich möchte jetzt einfach Level 10 bei ihm schaffen mit Fitness. Und dann können wir immer noch machen. Ja, alles Mögliche mit ihm machen. So. Jetzt lass dich mal betrachten. Oh Mann. Die roten Haare sind weg. Ich lasse ihm jetzt auch seine Klamotten. Ich mache jetzt nicht noch einen extra jetzt Seniorenklamotten oder so. Da habe ich jetzt einfach keine Lust groß dazu, das ja irgendwie ändern zu müssen, zu wollen. So, Trixie, du darfst mal hier reparieren, reparieren. Vielleicht kriegst du das ganz gut hin. So, Timo darf ins Bett. Es hat jetzt natürlich gar keiner von euch Hausaufgaben gemacht. Er ist auch wirklich ziemlich schlank. Das habe ich noch gar nicht so betrachtet, muss ich gestehen. Ja, auch so keinen Hintern in der Hose. Kein Hintern in der Hose. Naja, gut. Aber vielleicht können wir ihn ja auch ein bisschen durch Training, können wir ja ein bisschen so eine Form geben. Hey, du kannst richtig schlafen. Aber ich finde so, also das Outfit zum Beispiel, das steht ihm richtig, richtig gut. Ja, also. Ne? Wieder ums Bett rum. Okay. Gute Nacht. So. Tammy, was ist mit dir? Spaß brauchst du, aber kannst du mir gerade noch mal helfen, das hier zum Beispiel aufräumen? Nee, weglegen hätte ich müssen. Verdammt. Mist. Ich habe es jetzt dann doch falsch geklickt. So was Blödes. Und Spaß. Was müsste ich mit dir? Die Frage ist jetzt gerade, wartet mal. Wenn ich jetzt 10 Gruppenaktivitäten ausführen. Okay, ich probiere mal was aus. Wenn sie ist jetzt hier, ist sie ja kein Leiter, aber wenn ich da jetzt, ups, wenn ich jetzt da sage, okay, ich bin jetzt auch deine Gruppe und mache jetzt Hausaufgaben, ist das dann auch was ausgeführt oder nicht? Schauen wir mal. So, Theo, ach, ich habe gar nicht geguckt, jetzt dein Rückwärtssaldo. Aber egal, du machst weiter. Du trainierst und trainierst. Trixie ist mittlerweile diejenige, die alles hier repariert. Das ist Tristan, ne? Ja.
Du hättest das nehmen können, was hier draußen steht, Tristan. Du bist ein Geist. Dir macht das nichts aus, wenn es schlecht geworden ist. So, Tammy, wo ist die jetzt hin? Da. Sind das deine Hausaufgaben? Nee. Okay. So. Ja, cool. Das ist schön. Also ich muss gar nicht Tammy Sozis nehmen. Denn ich habe sowieso momentan noch nicht so was wirklich für sie. Aber wartet mal. Hier, mach mal Teile plündern. Und auch hier nochmal Teile plündern. Dann kannst du hier nochmal säubern. Und das kannst du nochmal nehmen. Es waren nur noch 3 Stunden, aber sollte hoffentlich noch gehen. Und dann müsst ihr jetzt schon wieder alle in die Schule. Verdammt. Die Tage vergehen echt ruckzuck, Mann. Leute. Ich lasse 57% und weiter trainieren. Und unsere Sophia, die muss, glaube ich, noch arbeiten, ne? Freitag? Ja. Das Geschäftsanruf hat sie natürlich auch noch keine getätigt. So was Blödes. Wartet mal. Die kann ich ja nicht um jede Zeit machen. Die machst du gerade noch mal, bitte. Das, würde ich dir gerne noch mal... Arschbombe in den Pool, das hätte sie gerne. Okay. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Okay. Na, dann machen wir doch mal eine Arschbombe. Komm. Pool springen, Arschbombe. Bisschen Training. Schadet dir, glaube ich, auch nicht. So, Terra. Oh, Terra, super. Terra, du bist auch jetzt wach. Dann kannst du noch mal hier eine schnelle Dusche machen und... wo ist Trixie? So, du kannst immer Macaroni zum Frühstück. Wo ist Trixie hin? Hey, ich habe dir gesagt, dass du was aufräumen sollst. Guck mal, das kannst du auf jeden Fall aufräumen, was du in deinem Ding hier hast. Und, warte. Das kann ich nämlich da... So. Und das hier solltest du noch plündern, nämlich. Und dann... kannst du noch einen Grillkäse essen, zum Beispiel. So, 7 Uhr. Es ist bald schon wieder soweit. Oh Gott, die Zeit rennt. Die Zeit rennt hier echt. Das ist ja krass. So, das räume ich dann auch mal weg. Ja, es ist hier immer noch alles nicht wirklich aufgeräumt und so. Wir machen das alles so zwischendurch. So, ihr zwei. Oh, ich habe jetzt die Arschbombe gar nicht mitgekriegt. So was Blödes. Nochmal Arschbombe in den Pool. Komm, los. Mach. Ich will das nochmal sehen. So, komm, ich spule mal kurz vor. Los, hier hoch. Ach Gott, wie süß. Er guckt jetzt mal zu. Er beobachtet. Wir beobachten mit. Moment, ich weiß gar nicht so. Kriegen wir das so mit? Und? Oh, das war mehr als eine Arschbombe. Das war ein Bauchblatscher. Jetzt ist er auch noch sehr angespannt dadurch. Ich bin liebestoll. Okay, sollen wir nicht... Warte mal, so Hände küssen und Techtelmechtel im Raketenschiff. Na dann los. Sie braucht ein bisschen was. Du hast noch 3 Tage Zeit. Er ist echt voll trainiert, ey. Meine Herren. So, wir haben... Ach Gott, wir haben ja eigentlich immer noch 2, ne? Das müssen wir mal ein bisschen irgendwie... aufbauen wollte ich die Rakete noch. So. Dann viel Spaß, ihr zwei. So, wir haben 8 Uhr. Oh mein Gott, die müssen schon wieder alle in die Schule. Oh, Trixie ist bei Timo. So, Trixie. Timo ist ein Genie. Genies sind häufiger auf geistige Bestreben konzentriert, die sie zum Glücklichsein benötigen. Und das heißt... Keine Ahnung. Oh. Auch ein hübsches Outfit, an das konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Muss ich gestehen. Oh Mann, und sie muss natürlich jetzt totenmüde in die Schule. Das ist jetzt natürlich... Echt, echt miserabel. Könnten wir einen Tag frei nehmen? Ach komm, was, Trixie. Urlaubstag nehmen. Sich in der Schule krank melden, das habe ich noch nie gemacht. Wartet mal. Geht das? Kann ich das? Na, dann kann sie hier noch ein bisschen
Es hat eh keiner von euch Hausaufgaben gemacht. Doch, Tammy hat die Hausaufgaben noch gemacht. Ich bin mal gespannt. Du hörst dich gar nicht krank an. Wenn das so weitergeht, wird das Konsequenzen haben. Okay. Jemand könnte mir auf die Spur kommen. Aber es steht jetzt immer noch Zeit für Schule da. Okay, dann nehme ich einen Urlaubstag. Komm. Warte. Kann ich das jetzt nicht? Hä? Okay, ich muss irgendwie... Muss ich doch in die Schule? Oh, hätte ich doch nur einen Urlaubstag genommen. Oh, ihr zwei seid jetzt... seid wieder zurück vom Techtelmechtel. Okay. Mein Lieber, du kannst ruhig dich wieder umziehen. Guck mal, Outfit ändern in... Vanorf. Nackt. So, das, du räumst jetzt mal auf. Aufräumen. Und, keine Ahnung. Und hier, na komm schon, ich möchte auch mal jetzt Outfit ändern. Nackt. Ihr könnt mal ein bisschen nackig hier rumlaufen. Und dann kannst du das essen und kannst das hier noch säubern. Wo geht's jetzt hin? Du hättest einen schnelleren Weg haben können. Oh, jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Weiß ich gerade nicht, bei wem das war. So, Theo. Letizia, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön, du warst aber auf meiner Party dabei. So, und dann Theo hier einmal verwenden. Und hier darfst du es reparieren. Dann kannst du das einmal verbessern. Dann hat er nämlich auch einiges jetzt zu tun. Und die Sophia, die... Oh. Tja. Ich hätte sie noch gerne nackt gesehen. Ist sie gerade von ihrem eigenen nackten Mann erschrocken? Ich vermute. So, es tut mir leid, aber du musst zur Arbeit. Los. Sorry, aber du musst zur Arbeit. So, okay. So, und jetzt ist unser Theo wieder alleine zu Hause und kann er nackig hier rumlaufen. Das macht ja nichts aus, oder? Okay, und ja, dann würde ich nämlich sagen, ich würde ihn hier nämlich nach draußen schicken und alles ernten. Das kann er jetzt nackt machen oder angezogen, wie auch immer er möchte. Und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es hier weitergeht. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.